Willkommen zum Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Ich bin Michael Gramp und in unserer heutigen Folge geht es um Flughäfen und wie sich diese durch den zunehmenden Einsatz von Technologie für uns Passagiere verändern. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ich nehme mal an, dass auch du öfters mit dem Flugzeug verreist und das bedeutet ja, dass du auf dem Weg zum Flugzeug immer erstmal durch einen Flughafen musst. Und um den Weg durch einen Flughafen hin zum Flugzeug dreht sich unser heutiges Gespräch, denn wir sprechen darüber, wie in den letzten Jahren die zunehmende Automatisierung und Prozessoptimierung den Aufenthalt am Flughafen für uns Passagiere einfacher und angenehmer gemacht hat. Und du wirst überrascht sein, wie gering oft die Veränderungen im Hintergrund sind, diese dann aber auch einen entsprechend großen Einfluss haben auf Passagierseite. Wir erfahren, was solche Änderungen für Fluggesellschaften bedeutet. Wir erfahren, warum es in manchen Teilbereichen der Fluggastabfertigung zunehmend schwieriger wird, Effizienzgewinne zu erzielen. Und wir wagen einen Ausblick, was in den nächsten Jahren noch so an Innovation auf die Passagiere und die Airlines zukommen wird in dem Bereich. Ich spreche darüber mit Achim Schneider von der Schweizerischen Fluggesellschaft Swiss. Achim ist der Leiter des Bereichs Ground Service Development bei der Swiss und auch ein absoluter Experte beim Thema Prozessoptimierung und Innovation in diesem Bereich. Während seiner gesamten beruflichen Karriere beschäftigt sich Achim bereits mit Flughäfen. Seit knapp 8 Jahren arbeitet er nun bei der Swiss, vorher unter anderem auch für den Flughafen hier in Zürich. Du kannst dich auf ein sehr informatives und auch auf ein sehr unterhaltsames Gespräch freuen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich grüße euch heute vom Flughafen Zürich und zwar vom Headquarter der Fluggesellschaft Swiss und mir gegenüber sitzt Achim Schneider, Leiter Ground Operations Development bei der Swiss. Achim, willkommen zu unserer Podcast-Show. Vielen Dank. Achim, wie oft fliegst du eigentlich so im Jahr? Zu oft, ganz bestimmt, mal mindestens für den Footprint, aber abgesehen davon sind das zwischen 10 und 20 Mal, kommen sicherlich zusammen, sowohl privat als auch beruflich zusammengezählt. Jetzt kennst du ja dadurch wahrscheinlich auch sehr viele Flughäfen. So aus Kundensicht, aus Passagiersicht, welches ist für dich der beste Flughafen von denen, die du kennst? Es kommt wahrscheinlich Zürich, aber vielleicht gibt es dann auch noch einen zweiten, aber bitte. Genau, nein, also es ist tatsächlich Zürich logischerweise auch dadurch bedingt, dass ich ihn kenne und dadurch, dass ich so oft durchkomme. Aber es gibt wirklich keinen anderen Flughafen, den ich kenne, an dem man irgendwie um 15.44 Uhr ankommen kann und um 15.48 Uhr auf dem Zug sein kann. Ja. Das ist das eine. Oder auch wenn ich hier morgens abfliege, 9.35 Uhr Abflug, dann kann ich um 9.07 Uhr mit dem Zug hier einfahren. Ja. Also die Prozesse hier sind extrem gut getaktet, ja, sind vom Ablauf her sehr einfach. Und das ist schon, da merkt man so die Schweizer Präzision, auch den Anspruch, das irgendwie sauber hinzukriegen. Ja. Wenn ich an andere Flughäfen denke, dann fällt mir als erstes Tegel ein, perverserweise auf eine Art schon. Ja, das finde ich jetzt sehr überraschend. Genau. Ich war letzte Woche erst wieder dort. Ja, aber es ist, also einfach von der Intention her, ja, ist der Flughafen eigentlich ideal. Er ist einfach bloß aus der Zeit gefallen inzwischen. Aber dieses Konzept mit dem kürzesten Weg von ich komme am Flughafen an, bis ich bin am Gate. Ja. Die Idee, die damals hatten, die ist genial. Ja. Es kommt nur dummerweise das ganze Security dazwischen, die ganzen Security-Aspekte dazwischen. Es kommt die Geschichte dazwischen, dass das halt heute nicht mehr so funktioniert wie vor, was kann ich, wie alt ist der Flughafen? 30 Jahre, 40 Jahre? Ja. Aber was sich von Gerkan, Mark und Partner damals gedacht hatten, ist wirklich unfassbar gut. Ja. Und ich glaube auch, dass der Flughafen heute schon längst nicht mehr funktionieren würde, wenn er nicht damals diese guten Ideen gehabt hätte. Das stimmt natürlich. Also ich bin mit dem Taxi hingefahren, man wird ja direkt zum Gate eigentlich gefahren. Genau. Ja. Und ich kann auch dort den Check-in machen, also ich muss nicht erst in eine Halle gehen, Check-in-Halle. Genau, also das war glaube ich auch damals die Idee, wirklich diesen kürzesten Weg anzubieten. Ja. Und auch rauswärts ist es natürlich aus Sicht des Passagiers phänomenal,
weil auch das Gepäck aus dem Band direkt dort ist. Ja? Er ist bloß einfach nicht tauglich für die heutigen Zeiten, in denen wir von Multi-Airlines, von Multi-Handling-Agents, von Flexibilität sprechen. Ja? Mit den Sicherheitsanforderungen pro Flug, ja, das passt da einfach alles nicht rein. Also drum fällt er heute aus der Zeit. Aber von der Intention her ist er eigentlich genial. Ja. Jetzt werden wir ja auch sehr häufig in Deutschland gehört mit unserem Podcast. Was glaubst du, wann wird der neue Flughafen eröffnet? Wenn VW kein Diesel, sein Dieselgate hinter sich hat und die Parkplätze nicht mehr braucht. Nein, es ist also von Futur 3 über die ganzen anderen Witze über BER. Ja, der Beste war dieses, kennst du diesen Spruch mit Hold My Beer? Ja? Nee. Also wenn sich zwei streiten im Sinne von, wer den größeren Shitstorm ausgelöst hat von mir aus, ja, dann kommt ja irgendwie dann im Zweifelsfall halt irgendeine andere Entität daher und sagt, hold my beer, ja, weil ich kann das noch schlimmer. Und die Steigerungsform davon, die ich eben gehört habe, war dieses hold my BER. Also das Kürzel für den Berliner Flughafen. Das Nonplusultra für unsere, Wir sprechen heute über Flughäfen und insbesondere über den Weg durch den Flughafen, ein bisschen aus Passagiersicht, wie sich dieser in den letzten Jahren verändert hat durch Automatisierung, durch Prozessoptimierung etc. Ich beschreibe noch mal ganz kurz ein bisschen die physische Kundenreise. Die sieht ja ein bisschen so aus. Also es gibt den Transfer zum Flughafen, Ankunft am Flughafen, dann Check-in-Terminal, um mögliches Gepäck aufzugeben. Wer sein Ticket noch nicht online hat, besorgt sich dann in der Regel am Self-Check-in-Terminal noch sein Ticket. Gang durch die Sicherheitskontrolle, Gang zum Terminal. Und wer noch Zeit hat, geht dann eventuell vielleicht noch einkaufen, noch etwas zum Essen holen. Boarding am Gate und dann Abflug. Du arbeitest bei der Swiss ja in der Einheit Ground Services. Kannst du uns mal ein bisschen beschreiben, für welche Bereiche ihr zuständig seid und für welche Bereiche eigentlich der Flughafen zuständig ist? Weil ich glaube, das ist vielen Hörern gar nicht so bewusst, wer für was zuständig ist. Also Ground Services, oder neuerdings heißt das Ground Ops, aber es macht immer noch das Gleiche. Ja. Ist im Prinzip wirklich alles, was wir als Swiss machen zwischen deiner Ankunft am Flughafen und der Flugzeugtüre. Ja. Also wir hatten irgendwann mal auf unseren Abteilungsslides, glaube ich, drauf, your perfect way from entrance to aircraft door oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Ja. Es ist also sowohl die Organisation der Passagierabfertigung, das muss man vielleicht explizit so sagen, weil die Durchführung ist ja mindestens hier in Zürich, wird die von Swissport gemacht, also von einem Handling Agent, fully outsourced, ja, was uns auch sehr von unseren Schwestern im Osten und im Norden unterscheidet, also Austrian und Lufthansa, die haben, oder Lufthansa zumindest hat noch viel Own Staff, ja, also auf Lufthansa eigene Angestellte, zumindest an den Hubs, aber ansonsten ist es eigentlich immer ein Drittabfertiger. Und das aber eben sowohl in der Passagierabfertigung wie auch in der Flugzeugabfertigung. Ja. Das heißt, wir beschreiben oder schreiben die Prozesse, die Prozessmanuals, was wie durchzuführen ist, ja. Kaufen die Leistungen ein, dafür gibt es Ground Service oder Ground Ops Economics hier bei uns, auditieren und kontrollieren sie, dafür gibt es Quality, also auch Safe Quality and Safety Assurance, ja. Setzen durch, dass die Prozesse durch die Handling Agents sauber ausgeführt werden. Das machen unsere Organisationen, also Länderorganisationen, wenn man so will, ja, oder die operativen Organisationen. Und ja, sind auch für die Systementwicklung zuständig. Ja. Das ist dann eher ein Bereich, der bei mir mitläuft oder zumindest bei uns im Team läuft. Also gibt es einmal das große Abfertigungssystem, ja, und dann eben auch die Self-Services, die bei mir mehrheitlich beheimatet sind. Aber es ist schlussendlich wirklich alles, was am Boden passiert. Wo hört die Airline-Verantwortung auf, wo fängt die Flughafen-Verantwortung an, ist auf dem Papier super einfach zu sagen. Ja? Auf dem Papier, dem Flughafen gehört die Infrastruktur, Punkt. Fertig, aus. Ja? Das ist es eigentlich schon. Aber jetzt ist es natürlich so, dass der Flughafen mindestens hier in Zürich, die haben das vor 12 Jahren, 13 Jahren angefangen, Collaborative Decision Making zu machen. Und haben ein sogenanntes Airport Steering aufgebaut, in dem alle Stakeholder sitzen. Weil das ist ja nicht nur wir als Swiss, das ist nicht nur Swissport als Groundhandler. Da gibt es ja auch noch die Kantonspolizei, die für die Sicherheitskontrollen zuständig ist, die zugegeben oder im Seitenaspekt eingekauft wird direkt vom Flughafen. Ja. Aber dann gibt es auch noch die Grenzpolizei, dann gibt es noch die Leute, die Pushback-Traktoren fahren, dann gibt es noch das Cleaning, dann gibt es noch Gate-Gourmet fürs Catering. Also ein wahnsinniges Konglomerat von verschiedenen Playern, die da mitmachen.
Und die sitzen eben alle in einem Raum hier am Flughafen Zürich tatsächlich, zumindest solange sie sich die Mieten leisten können, nennt sich Airport Steering. Und da werden kollaborativ die Entscheidungen getroffen unter der Führung des Flughafens. Also der Flughafen hat da schon noch eine gewisse Hausherrenrolle, wenn man so will. Ja. Aber schlussendlich ist das eigentlich nur die letzte Instanz. Das heißt, wenn die Traktordispo meldet, du, wir haben heute 2 Krankheitsausfälle oder uns sind 3 Traktoren abgelegen, was nie zuvorkommen darf, aber theoretisch, ja, dann wäre wirklich dieses, ich kann die 2 Versteller der Flugzeuge in die Werft runter heute nicht gewährleisten, ja, dann übernimmt der Flughafen die Rolle, da zu schauen, okay, die 2 Versteller können nicht, dann muss ich also zum Beispiel mit der United reden oder mit der Swiss reden oder mit irgendjemand, ob wir das nicht anders aufstellen können, ja. Und drum kann man das gar nicht so klar trennen. Also es sind meistens, wie im echten Leben auch, oder es ist selten nur einer schuld, was passiert. Ja, eben, beim Thema Schuld ist es nur jetzt also, mal spannend. Können wir mal ein Beispiel nehmen aus Passagiersicht, Sicht. Wenn ich meinen Koffer abgebe und der Koffer wird zum Flughafen gebracht, das ist jetzt ein Outsourced-Service, den ihr zukauft, also diese Dienstleistung. Zum Flughafen gebracht? Entschuldigung, zum Flugzeug gebracht. Zum Flugzeug meine ich natürlich. Richtig, also du kannst ihn auch zum Flughafen bringen lassen. Das weiß ich. Also da gibt es von der SBB ein tolles Produkt. Macht die Bahn dann, richtig. Genau, was wir die letzten 2 Jahre sehr intensiv betreut haben, dass das wieder funktioniert aufgrund veränderter Anforderungen. Nein, was passiert ist, du gibst dein Gepäck am Check-in-Schalter ab. Und dafür brauchen wir nach wie vor Check-in-Schalter. Die Automatisierung geht zwar in allen Bereichen voran, aber die Leute werden auch in 50 Jahren noch mit Gepäck reisen. Ja. Und die Airbus-Ideen, dass du dein Gepäck mit ins Flugzeug schleppst, by the way, sind schön in der Theorie. Also du gibst dein Gepäck am Check-in-Schalter ab oder am Backdrop-Schalter, wie wir das inzwischen nennen. Ja. Dort geht es rein technisch gesehen in die Verantwortung des Handling-Agents über, der aber Subcontractor ist von uns. Ja. Also wir gegenüber dem Passagier akzeptieren wir die Verantwortung dafür, dass dein Gepäck dann ordentlich sortiert und aufs Flugzeug kommt. Technisch gesehen geht es an den Handling Agent über. In dem Moment, wo es in die Gepäcksortierung eingespiesen wird, ist es in der Verantwortung des Flughafens, weil da ist es einfach nur auf einer Anlage, die dem Flughafen gehört. Mhm. Ja. Wo jetzt aber hier in Zürich wiederum das Personal von einem Teil von Swissport gestellt wird, also Swissport Baggage Services, die organisieren die Sortierung da, wo sie noch menschlichen Eingriff braucht. Also sprich, die Leute, die unten im Keller stehen, sind vielmals Leute von Swissport Baggage Services. Die sortieren das in einen Container rein. Dann wird es von einem Transportfahrer erstmal an eine Vorhaltezone gebracht und von dort aus von einem anderen Fahrer ans Flugzeug gebracht. Dort wieder von Swissport, der normalen Organisation, aber eben der Ramp-Organisation im Gegensatz zur Passagierdienstorganisation, ins Flugzeug verladen. Ja. Dann fliegst du ans Ziel. Dort wird es wieder von einem Handling Agent ausgeladen. Der liefert es dir entweder auf einem von diesen Rundläufen oder auch sonst je nach Infrastruktur auch anderweitig, liefert es dir wieder aus und da geht es wieder in deine Verantwortung über. Ja. Also das heißt, das wechselt mal mindestens 1, 2, 3, 4, während dem Flugzeug ist es ja logischerweise wieder unsere Verantwortung, wechselt 5 bis 6 Mal, wechselt das die Verantwortung für das Gepäck, ja, die Custody auf Englisch. Ja. Jetzt, wie geht er damit um? Mein Gepäck kommt eine halbe Stunde verspätet an. Mhm. Ich verpasse meinen Zug. Die meisten beschweren sich wahrscheinlich dann bei der Airline. Den Prozess zu erklären ist ein bisschen schwierig. Ne? ich muss gerade deshalb vor allem schmunzeln, weil eine halbe Stunde zu spät ankommen kann dein Gepäck ja technisch gesehen nicht. Entweder das fliegt mit dir im Flugzeug. Auf dem Förderband auf dem Förderband, wo ich dann entsprechend... Gepäckauslieferungszeiten sind immer ein ganz, ganz heißes Thema. Ja, speziell bei unseren Premium-Kunden, das Zeug immer als erstes haben wollen. Wir sind hier dummerweise manchmal so schnell, dass das Economy-Gepäck vorher da ist, bevor das Business-Gepäck da ist. Das gibt dann immer wieder lustige Diskussionen. Ja. Die Beschwerden gibt es eigentlich wirklich selten. Ja? Weil das ist jetzt ein Prozess, wo sicherlich Potenzial drin liegt, um neue Produkte zu entwickeln oder um deutlich besser zu werden. Ja? Aber den Prozess, dass jemand drauf zählt, dass er sein Gepäck in 10 Minuten hat, um einen Zug zu erwischen, den gibt es nicht. Ja? Das ist mit ein Grund dafür, warum ganz viele Leute mit Handgepäck reisen und immer mehr Leute nur mit Handgepäck reisen, weil sie sich eben davon genau nicht abhängig machen wollen. Ja? Genau. Zum entsprechenden Chaos im Flieger beim Einsteigen oft führen. Ne? Genau, du drehst ein Rad, du drehst 27 Räder, das ist immer das Gleiche. Wir können dir das Beispiel noch nehmen, wenn dein Gepäck tatsächlich nicht im gleichen Flugzeug gereist ist, was ja auch nicht passieren soll. Das, was wir dann als Delayed Bag bezeichnen oder als Mishandled Baggage.
im Unterschied zu Lost, weil Lost ist deswegen noch lange nicht, ja, dann ist das tatsächlich so, dass das innerhalb der ganzen Airline-Community so geregelt ist, dass ein Spruch gilt, der da heißt, you get it, you solve it. Ja, also derjenige, bei dem das Problem aufschlägt, der trägt automatisch die Verantwortung dafür, dass das Problem auch gelöst wird. Ich bin zum Beispiel letztens privat aus den USA zurückgeflogen, hatte zuerst gedacht, ich fliege mit American Airlines, dann Standby stehen geblieben, ja, dann musste ich doch in Washington noch an den anderen Flughafen fahren, um mit United hier rüber zu fliegen. Ja. Jetzt hatten die aber mein Gepäck schon verladen und haben das nicht mehr ausgeladen gekriegt. Ja. Die Sicherheitsaspekte, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, die ganzen, wir müssen noch das Gepäck eines Passagiers suchen, da unterhalten wir uns jetzt besser nicht drüber, sonst werde ich frustriert. Aber jetzt hatte also American Airlines mein Gepäck nach JFK geschickt, obwohl ich im Flieger saß mit United nach Zürich. Ja. Und dann bin ich hier in Zürich angekommen und musste mein Gepäck verloren melden. Und da muss ich jetzt tatsächlich United drum kümmern, obwohl die nichts dafür können, dass mein Gepäck von American nach JFK geflogen würde. Ja. Aber das ist so ein, eben, also da hat es dann aufgrund von Frustration irgendwann mal, also ausreichend Frustration, hat sich die Airline-Community dazu durchgerungen, das so festzulegen. Ja, ist ja gut, wenn es dann so ein Agreement richtig, gibt. Ja. Ich glaube, einer der Auslöser, das war eine ganz nette Anekdote, war bei Continental, als die vor x Jahren irgendwie da so kurz vor oder durch Chapter 11 gegangen sind, war auch die Kundenzufriedenheit zum Thema Gepäck ein Thema. Und dann hat der damalige CEO, hat alles Senior Management, was für Gepäck zuständig war, hatte eine Woche nach Barbados geschickt. Mhm. Einfach als, hat es als Incentive verkauft, hat sie losgeschickt und als sie alle ihr Gepäck abgegeben hatten, hat er am Flughafen angerufen und gesagt, Jungs, das Gepäck bleibt ausnahmslos hier. Ja. Die Jungs kriegen ihr Gepäck eine Woche lang nicht. Mal gucken, ob sie sich danach besser ums Gepäck kümmern. Ja. Was, also, das ist so, you have to make them feel the pain, war, glaube ich, der Spruch dazu. Muss nicht die beste Management-Methode sein, aber es hat offensichtlich gewirkt. Hat gewirkt. Genau. Lass uns doch mal ein bisschen über die Automatisierung sprechen. Die hat ja auch im Flughafenbereich in den letzten Jahren viele Veränderungen mit sich gebracht. Was waren denn aus deiner Sicht diejenigen, die den größten Nutzengewinn für die Passagiere brachten? Du hast vorhin den physischen Weg des Passagiers beschrieben. Ja? Der ist mehr oder weniger bis heute der gleiche. Und die großen Vorteile, die wir durch die Automatisierung erreicht haben, sind traurigerweise für den einzelnen Passagier gar nicht mehr so spürbar. Wir versuchen das jetzt gerade wieder, aber um das konkret zu machen, du hattest vorhin auch, ist mir einfach aufgefallen, weil es kein Mensch versteht außerhalb der Airline-Branche, du hast davon gesprochen, wer sein Ticket noch nicht online geholt hat. Ja? Mhm. Dein Ticket hast du besser schon, wenn du in den Flughafen kommst, aber du musst das gegen eine Bordkarte austauschen. Ja? Das ist ein Prozess, den heute kein Mensch mehr versteht. Das ist ein Prozess von früher, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, es gab diese Papierslips, die mit der Post zugeschickt bekommen. Genau, und der letzte war immer schön in Rot, das war Customer Receipt Only oder so ähnlich. Und das ist eben, das kommt alles noch aus Zeiten, wo das Ticket noch ein Wertdokument war, wo das Papier noch einen Wert hatte. Das musstest du gegen eine Einsteigekarte tauschen. Das hat die Bahn hat das 1917 hinter sich gelassen, dieses Konzept, so ungefähr. Wir haben das bis heute noch, nur dass das Ganze jetzt elektronisch ist. Das heißt, eigentlich dieser Schritt, dass du ein Ticket gegen eine Bordkarte umtauschen musst, dass du melden willst, dass du tatsächlich fliegst, dass du deinen Sitzplatz aussuchst etc., das ist eigentlich fast schon archaisch. Wir brauchen das nach wie vor. Also wirklich, es geht jetzt um dann den Online-Check-in 24 Stunden vorher, den ich bereits machen kann. Richtig, ja. Also das stimmt, ja, ich vergaloppiere mich gerade etwas. Also es ist nach wie vor so, du brauchst ein Ticket, um zu fliegen. Ja, das Prinzip buche ich zum Beispiel im Reisebüro oder sonst irgendwie. Genau. Das, da akzeptierst du Beförderungsbedingungen, da gehen wir beide in den Beförderungsvertrag ein. Ja. So. Jetzt musst du am Tag vorher, brauchen wir hauptsächlich inzwischen aus Revenue-Management-Sicht, um die Buchungsprofile der Flieger steuern zu können, um die Auslastung so steuern zu können, dass wir möglichst effizient Leute transportieren. Leider nicht aus Umweltgedanken, sondern hauptsächlich aus Geldgedanken, logischerweise. Brauchen wir deine Ankündigung, ob du wirklich fliegen willst oder nicht. Ja? Und das ist immer noch diese Passenger Acceptance, nennt sich das, also das Check-in, ja? Das, was du als Check-in kennst. Ja. Check-in ist mittlerweile einfach auch so verschiedentlich gebraucht, dass es immer wieder, eben das Gepäck ist der Passagier. Ja? Aber das ist eigentlich ein Prozess, den es aus Sicht des Passagiers gar nicht mehr braucht. Ja? Weil wenn du vorher dir eh schon einen Sitzplatz gekauft hast oder es dir egal ist, wo du sitzt, ja?
warum sollst du aktiv werden müssen, um eine Bordkarte zu holen? Ja. Da gibt es noch die Geschichte, mit dass du Passagierdaten eingeben musst, um nach Ägypten von mir aus zu fliegen. Ja. Aber das kannst du auch schon vorher erledigen. Also dieses interaktive Check-in, ja, um zu signalisieren, dass du fliegen willst, das haben wir zum Beispiel komplett abgelöst, indem wir es automatisiert haben. Wenn wir Kontaktdaten von dir haben, schicken wir dir deine Bordkarte 18 Stunden vorher. Wir sehen immer noch, dass viele Leute zwischen 24 und 18 Stunden vorher reingehen, weil sie Sitzplatz haben wollen. Mhm. Aber technisch haben wir dich davon erlöst. Ja? Also, um das mal in Anführungszeichen zu setzen, das erlöst. Eben, aber das ist der große Fortschritt, ja? Klingt ein bisschen unpassend, aber das Große, was sich im Prinzip getan hat in den letzten Jahren, ist, dass wir zwischen 2006 und 2010 zuerst auf diesen Self-Check-In-Terminals, wie du sie genannt hast, wir nennen sie Check-In-Kiosks oder Automaten, da haben wir am Airport die Möglichkeit geschaffen, dass du die Bordkarte nicht erst am Schalter holen musst, sondern vorher schon holen kannst. Dann kam 2010, kam das Online-Check-In. Das ist richtig, ja doch, ich glaube 2010 kam Online-Check-In, kurz danach Mobile-Check-In, ja, und kurz danach kam Online-Check-In kam schon vorher, aber ist egal. Alles schon tempi passati. Ja? Kurz danach kam das Automated-Check-In, wo wir deine Bordkarte wirklich schicken. Und durch diese Trennung von Passenger-Acceptance und Baggage-Acceptance am Flughafen, durch diesen Prozess-Separierung, haben wir eine extreme Effizienzsteigerung hingekriegt. Wenn du dir überlegst, wir haben heute Tage am Flughafen Zürich, wo über den Flughafen Zürich gesamthaft 110.000 Passagiere ein- und aussteigen. Das sagt nichts darüber aus, wie die Spitzenlast ist. Ja, wenn du das Ganze nivellieren würdest, dann würde dieser Flughafen wahrscheinlich 200.000 pro Tag durchkriegen, Einkunft und Abflug. Aber unsere Spitzenlasten sind heute so extrem viel höher als noch vor ein paar Jahren. Wenn wir also diese Trennung von Bordkarte oder von Bordkarte und Gepäckabgabe nicht gemacht hätten, dann hättest du heute im Sommer und auch im Herbst Schlangen vom Flughafen bis hier rüber bei uns ins Hauptquartier. Easy. Ja, du hättest Wartezeiten. Es wäre kein normaler Flugbetrieb mehr möglich. Und das heißt, dadurch, dass wir diese Prozesse separiert haben und den einen dann noch automatisiert haben und dafür sorgen, dass heute 70% der Passagiere mit Bordkarte in der Hand an den Flughafen schon kommen, hat der Passagier den Vorteil, dass er nicht anstehen, also nicht so lange anstehen muss, wie er müsste, wenn er das nicht gemacht hätte. Nur dadurch sind wir auf eine Art Opfer unseres eigenen Erfolgs. Dadurch, dass 70% der Leute schon eingecheckt kommen, merkt das der Einzelne nicht mehr. Genau. Ja? Und drum machen wir jetzt den nächsten Schritt oder haben ihn angefangen vor einem halben Jahr und sagen, wer sein Gepäcketikett mitbringt, kriegt eine Sonderbehandlung, kriegt Sonderschalter, wenn du so willst. Also wir haben da wo früher die Aufteilung war, Backdrop only, also nur mit Einsteigekarte, ja, und normal oder Helpdesk oder wie wir das zwischendurch auch immer genannt haben. So ist es heute. Wir unterscheiden nur noch, ob du dein Gepäcketikett mitgebracht hast oder nicht. Weil das ist das, was uns die nächsten 20 Sekunden Prozesszeit spart und dir das Anstehen erspart. Ja. Wenn jeder Kunde nur noch 10 Sekunden am Abgabeschalter braucht, dann kann ich dir eine kürzere Schlange bieten. Ja. Das ist das, wo wir den Kundenvalue sehen, warum wir das jetzt machen. Ist umgekehrt aber auch eine Notwendigkeit, weil wir hier in Zürich extrem eingeschränkt sind, was die Infrastruktur angeht. Ja. Also wir stoßen heute schon an die Kapazitätslimite der Gepäckförderung. Ja. Und das ist momentan der kritische Pfad, wenn du mit Gepäck reist. Ja. Sprich, die ganze Automatisierung geht eigentlich, soll dahin gehen, dass du die Zeit, die du am Flughafen verbringst, so frei wie möglich verbringen kannst. Ja. Wir sind darauf angewiesen, das zu separieren, das entsprechend zu automatisieren, um die Prozesszeiten runterzubekommen, um die Masse an Leuten, die reisen will, auch pünktlich hinten rauszubringen. Ja. Also das ist eine Abfertigungsmaschinerie auf eine Art. Und da ist mindestens im Passagierbereich nach wie vor die Gepäckabgabe, also die Ausstellung der Bordkarte plus Gepäckabgabe, ja, sind eigentlich die kritischen Schritte, die unter unserer Kontrolle liegen. Genau, jetzt haben wir mal einen kritischen Punkt dazwischen oder eine Frage, an dem Beispiel, glaube ich, ganz gut zu demonstrieren. Es wird ja mehr und mehr an, sage ich mal, Prozessen an den Kunden ausgelagert. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel. Ich mag vielleicht beim Einchecken dadurch was sparen, aber die Tatsache, dass ich dann sogar das Labeling machen muss von meinem Koffer zu Hause, ausdrucken, mich einloggen, ausdrucken, an den Koffer ranmachen. Mhm. Ich bezweifle einfach mal, dass es aus Kundensicht wirklich so viel Ersparnis unterm Strich ist, oder? Ersparnis, also ja, wenn du das Ganze so betrachtest, dann ist es für dich aus Sicht Prozesszeit, wenn du deine persönliche Prozesszeit aufrechnen würdest, bin ich bei dir. Ja? Dann ist das keine Ersparnis. Der Vorteil ist, dass du es losgelöst machen kannst, dass du es nicht in der zeitlichen Abfolge zwingend machen musst. Du musst nicht 2 Stunden vorher an den Flughafen kommen, genau, um dich anzustellen und es zwingend dann. Und auch
auf der sicheren Seite zu sein, dass die Schlange nicht zu lang ist, entsprechend, ja. Genau. Also es geht für dich eigentlich darum, dass du dich flexibilisieren kannst, ja, was ja heutzutage immer ein Thema ist. Ja. Also ich meine, nicht umsonst arbeite ich im Zug, hatten wir es vorher schon davon, oder? Und also die Flexibilisierung der verschiedenen Prozessschritte ist, glaube ich, ein Gewinn. Und ich bin trotzdem bei dir, wir schätzen uns glücklich, dass die Kunden das so annehmen und das auch so wollen. Ja? Weil wenn ich Industry White Papers lese, ja, sei es von CETA, sei es von IATA, sei es, also die Research, die es gibt, sagt, dass die Kunden diese Transparenz wollen. Ja? Ich sehe es selber an mir, ich beim Online-Banking, ja, das ist ja immer die Parallele, die so gezogen wird. Ich finde das toll, dass ich meine eigene Überweisung machen kann. Ja? Ich möchte heute gar nicht mehr zu irgendeiner netten Person am Schalter gehen und dort sagen, hier, das Geld schicken Sie bitte an die Leute oder wen auch immer. Ja? Mhm. Ich finde es okay, dass ich das machen kann. Wenn ich drauf, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wenn ich das nachts um 23:30 machen will, dann kann ich es auch nachts um 23:30 machen. Ja? Also diese Freiheit der Zeiteinteilung ist für mich persönlich, glaube ich, einer der Hauptpunkte, warum ich das auch fürs Online-Check-in oder für sonst was mache. Ja. Wird auch sicherlich von der Mehrheit so gesehen und dann entsprechend eingeschätzt. Hast du noch ein gutes Beispiel, bisschen was so in den letzten Jahren an Optimierung gelaufen ist, was auch aus Airline-Sicht noch ein großer Schritt war bezüglich Effizienzsteigerung, was vielleicht der Passagier gar nicht so mitbekommen hat? Wir haben jetzt das Ticketing mal angesprochen. Gibt es sicherlich noch andere Bereiche? Check-in ist sicherlich ein Bereich. Wir machen sonst, also wenn ich jetzt gerade so die Prozessschritte durchdenke, Security ist nicht unseres, da arbeitet der Flughafen aber sehr intensiv hier mit der Kantonspolizei dran. Grenze ist einer, wo wir am Rande beteiligt sind, falls ja immer wieder, also hier sind ja zum Beispiel diese automatischen Grenzkontrollen sind hier kürzlich erst live gegangen, die 2006 hatten wir die schon mal ausprobiert und die Juristerei dazu irgendwie geregelt. Aber auch das ist mehrheitlich Polizei und Flughafen. Boarding ist noch ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen. Ja, und so komme ich dann auch gleich auf deine Frage. Boarding ist sehr wichtig für einen pünktlichen Abflug, ja, ist aber auch sehr wichtig fürs Produkt. Drum haben wir, also das ist das, wo die Kunden das nächste Mal die Airline erleben. Ja? Also wer kein Gepäck aufgibt, erlebt die Airline in live das erste Mal beim Boarding. Ja? Da lag der Fokus aber neben, wie kriegen wir die Leute möglichst schnell durchs Gate, auch auf eine Produktdifferenzierung. Ja? Also da haben wir jetzt für wir nennen das Short-Haul-Flüge, für Europa-Flüge, ja? vor 2-3 Jahren vielleicht sogar schon 4, dafür gesorgt, dass die Leute, die Business Class fliegen oder die Vielflieger sind und entsprechend irgendwie Miles & More Mitglied oder sowas, dass die auch wirklich vorher einsteigen können, ja? Dass die den Vorteil haben, freie Kapazitäten in den Overhead Racks für die Gepäckablage zu haben. Und wirklich auch schon absitzen können und nicht, das ist ja sonst oft das Problem, dass die Leute noch in dieser Fluggastbrücke stehen. Ja, vor allem sehr angenehm im Sommer. Ja. Genau, vor allem angenehm im Sommer. Und bitte, lass uns nicht auf das Thema Reihenboarding kommen. Weil dazu, da gibt's von, ach Gott, wie heißen die Mythbusters, gibt's doch hier, D-Max, also für Sonntagnachmittag Männerfernsehen. Die haben das tatsächlich mal ausprobiert, ob Reihenboarding das effizienteste ist. Okay. Und siehe da, es ist es nicht. Diese Freisitzwahl machen ja ein paar von den Billigfliegern. Geht rein und setzt euch so schnell wie möglich hin. Ist interessant, funktioniert aber nicht, wenn man Transferpassagiere hat. Ja, da musst du mit Sitzplätzen arbeiten. Also es geht bei einem Point-to-Point-Carrier ist sowas denkbar. Okay. Ist auch einigermaßen effizient, ja, aber für die Problematik, wenn du Transferpassagiere hast, dann weißt du ja nicht, wann welcher Passagier da ist. Ja, also da könntest du rein theoretisch, Free-Seating wäre eine Möglichkeit. Aber wir haben, diese Mythbusters, so sehr man das methodisch in Zweifel ziehen kann, die haben es einfach dreimal ausprobiert. Das ist ja nicht wirklich signifikant, aber das, was die Chaos-Boarding nennen, ja, jeder hat seinen Sitzplatz und jeder nimmt den Sitzplatz ein, so wie er durchs Gate kommt, ist leider wirklich das Effizienteste. Wenn ich vorher steuern könnte, dass alle meine Passagiere da sind, wenn ich denen rot, gelb, grüne Karten austeilen könnte,
dann wäre zum Beispiel Pyramidenboarding das Schnellste. Ja? Das ist, wo du hinten im Flugzeug außen die ersten Sitze gibst, ja. Ja, dann rufst du die Leute auf oder hast den Leuten die Karten zusortiert, die vorne in der Mitte sitzen, und so kannst du das steuern. Aber fehlt die Disziplin und sind nie alle zur gleichen Zeit da. Hat nichts mit Disziplin zu tun, aber bei uns kommen die Leute als Transferpassagiere zum Teil erst 10 Minuten vor Abflug. Ja. Ja, wie soll ich die denn einsortieren? Okay. Ja? Dann gibt es Ansätze, die wirklich cool sind, wo du sagst, der Sitzplatz wird erst am Gate zugeteilt. Du weißt überhaupt nicht, wo du sitzt. Wenn du durch den Gate wieder gehst, kriegst du deine Sitzplatzkarte. Ja? Das ist der einzige, den ich bisher kenne, der wirklich interessant sein könnte, aber auch der ist einfach so ungewohnt in der ganzen Airline-Welt. Das kriegst du nicht an einem, also das kriegst du nicht einfach so ausgelöst. Drum, ich wollte da ja gar nicht hin. Sind aber dort. Aber genau. Nein, aber also Boarding ist im Prinzip das, wo wir in der Vergangenheit speziell für Europaflüge aufs Produkt gesetzt haben, jetzt auch für Langstreckenflüge sehr aufs Produkt gesetzt haben, gerade kürzlich. Aber haben wir jetzt gerade bei Langstreckenflügen, und das geht dann in Richtung Pünktlichkeit und in Richtung, was hat sich sonst noch geändert? Das, was da spürbar war, ist die Digitalisierung nicht auf Passagierseite, sondern tatsächlich auf Handling-Agent-Seite. Mhm. Ja. Also Swissport Zürich hat zum Beispiel hier tatsächlich allen Agents im Passagierdienst, die geben denen morgens ein Handy aus, ja, über das Assignment kommt, auf welchen Flug sie als nächstes müssen oder was ihre nächste Aufgabe ist. Mhm. Ja. Also die ganze Disposition geht jetzt über Smartphones, Android-Smartphones, die jeder morgens ausfasst und abends wieder zurückgibt. Ja, und da haben wir gesagt, hey, warte mal, jetzt habt ihr Handys in der Hand. Warum zum Henker erlaube ich euch nicht, über das Handy, das hat eine Kamera drin, eine Bordkarte zu scannen und den Passagier auf gebordet zu setzen. Ich kann jetzt also, und das haben wir tatsächlich gemacht, ja, und ist eine der Maßnahmen, bei der wir davon ausgehen, dass das die Pünktlichkeit positiv beeinflussen wird. Und wir haben mit der Pünktlichkeit ein Problem, da brauchen wir nicht erst in die Presse schauen. Ja, das ist Auslastung, Wetter, Kapriolen und so weiter. Ja. Führt einfach zu immer erhöhter Komplexität, immer mehr Fehler, oder nicht Fehleranfälligkeit, aber kleine Fehler führen dann zu großen Verspätungen im Zweifelsfall. Und da haben wir gemerkt, hey, eben, wir können den Agents Apps zur Verfügung stellen, mit denen die sehr positiv in den Prozess eingreifen können. Ja, und die eine ist eben, dass wir es gesagt haben, an den Langstreckenflugzeugen ist die Flugzeugtüre nicht der kritische Pfad. Ja, also ich weiß nicht, wie oft die Langstrecke fliegt, aber du merkst es auch, da läuft jeder einfach durch. Dadurch, dass das Flugzeug 2 Gänge hat, ja, verteilt sich das im Flugzeug hervorragend. Obwohl wir aus Safety-Gründen, weil unser Kabinenchef alle Passagiere sehen will und an der einen Tür steht und einen Headcount macht, obwohl wir das machen, ist die Türe nicht das Bottleneck. Ja. Und darum haben wir gesagt, okay, das heißt, wir können oben am Gate noch mehr Prozessgeschwindigkeit hinkriegen, mit dem Ziel, früher zu wissen, wer fehlt uns denn noch? Okay. Ja, müssen wir vielleicht schon Gepäck lokalisieren, was wir ausladen müssen? Also es geht immer darum, wie im industriellen Prozess tatsächlich, ja, früher die Übersicht zu haben, wann muss ich noch irgendwas anderes machen. Ja? Und dafür sind wir jetzt eben hergegangen und ist jetzt diese Wochen laufen gerade die ersten wirklich Power-Tests, ja? Wo wir einen zusätzlichen Agent ans Gate schicken, der für eine gewisse Zeit mit einem Handy in der Hand, oder wir haben noch so einen Ringscanner, den du so aufsetzen kannst, der kommt wirklich aus der verarbeitenden Industrie, okay, oder bei Gate Gourmet auch im Einsatz, du hast einen Scanner auf 2 Fingern sitzen und kannst mit dem Daumen drücken und dann löst es den Scan-Impuls aus. Ja? Und das Handy ist im Prinzip das Task-Handy ist im Prinzip die Empfangsstation dazu und setzt dann den Passagier im System auf gebordet. Ja. Okay. Das ist eine Kiste, wo wir wirklich sehen, das bringt uns Effizienz, das bringt uns weiter. Wir haben das Gleiche auch noch gemacht, da sind wir aber wieder bei dem Ursprünglichen, bei der Gepäckabgabe. Ja. Das, was jetzt heute noch hauptsächlich Zeit braucht bei der Gepäckabgabe, ist das Ausdrucken des Backtags, das physische Drucken des Backtags. Ja. Mhm. Drum versuchen wir das ja an den Kunden mit zu übergeben und drum haben wir da jetzt auch eine vergleichbare App, mit der du eben auch die Bordkarte scannen kannst und dann aus einem Bluetooth-Drucker, den du am Gürtel hast, ja, ein Tag rauskommt. Das machen wir nicht für 2000 Passagiere am Tag. Ja. Aber wenn wir das in der Mittagswelle, wo die Hauptlast rausgeht, wo 13 Langstreckenflieger rausgehen hier, ja, wenn du da 2 von diesen Agents hast, die jeweils 50 von den Tags drucken, dann hast du schon wieder eine ganze Ecke gewonnen. Also wir sind wirklich auf diesem Optimierungsniveau, dass wir uns über 100 Gäste freuen, denen wir Backtags zur Verfügung stellen können. Das ist so die Taktung, in der wir hier mittlerweile arbeiten, dass es auf eine Art völlig irre ist. Aber eben, also Apps für die Agents, da die Digitalisierung, auch Artificial Intelligence reinbringen. Wir denken darüber nach, eine App zu entwickeln, die, also wir haben damals spaßeshalber das Schlagwort Eieruhr verpasst, ja, wo du
dieses Collaborative Decision Making, was etabliert ist im Sinne von, wir stellen allen alle Informationen bereit, aber entscheiden müsst ihr selber, hinzuentwickeln zu, die künstliche Intelligenz schlägt dir vor, was zu tun ist. Sie wird es nie ausführen, also nie, sag niemals nie, aber momentan sind wir noch nicht in den Jahren, wo wir sagen, die künstliche Intelligenz trifft eine Entscheidung, ja, aber dass ein Entscheidungsvorschlag erfolgt. Ja, das heißt, hör mal, es ist jetzt 8 Minuten vor Abflug, du solltest jetzt die Abmeldung beim Load Coordinator machen, ja, ansonsten riskierst du, dass es zu spät läuft. Decline or accept. Ja. So Geschichten. Ja. Und da sind wir im Moment dran und gehen davon aus, dass wir da auch noch Effizienzsteigerungen hinbekommen. Wir sind jetzt schon ein bisschen in der Zukunft, zumindest was gerade ein bisschen getestet wird. Gibt es irgendwie noch größere Visionen, Innovationen, über die man, sage ich mal, spricht, was vielleicht möglich wäre in 5 bis 10 Jahren? Hat weniger mit dem Passagier zu tun, aber in der Flugzeugabfertigung generell sind autonome, also sich autonom bewegende Vehikel, ja, so ein sehr sperriges Wort, ja. Also die Autonomous Moving Vehicles auf Englisch ähnlich sperrig. Aber das ist sicherlich noch ein Thema, was Potenzial birgt. Ja. Also sind es jetzt die Fahrzeuge, die Catering bringen oder was? Genau, das ist eben immer der Ansatz. Es gibt ja Navia zum Beispiel in Sion unten, die haben ja dieses Postauto, was genau autonom durch die Stadt fährt. Ja. Ja. Also für einen Passagiertransport könnte man es auch andenken, aber da hat man irgendwie noch ein paar mehr, ich sag mal, Beschleunigungsprobleme, ja, wie man sie hätte in der Flugzeugabfertigung, wenn ich also darüber nachdenke, dass ich das Gepäck, was ich vorhin erzählt habe, ja, was heute 2 verschiedene Fahrer vom Sortierziel zum Vorhalteplatz und vom Vorhalteplatz zum Flugzeug fahren, da könnte man durchaus sich überlegen, ob das nicht autonom passieren kann. Ja. Mhm. Da hat es heute noch einen Haufen Probleme, die da Safety heißen, die da unvorhersehbare Bewegungen auf dem Vorfeld heißen. Das ist fast noch weniger, also über den Standplatz, ja, ist zwar sehr definiert, wer wo steht, aber Bewegungen müssen zum Teil sehr viel freier erfolgen als im Straßenverkehr. Ja. Mhm. Und drum, da liegen noch ein paar Jahre vor uns, aber ich würde behaupten, dass so autonome Fahrzeuge, ja, durchaus noch Potenzial bieten und dass wir das in 5 bis 10 Jahren noch sehen. Insgesamt ist eigentlich die Rampe, also die Flugzeuge und nicht die Passagierabfertigung, sollte man meinen, ein sehr viel spannenderer Spielplatz für Zukunftsentwicklung. Aber da hat man dieses Problem der Masse auf eine Art, ja, weil du kannst natürlich, also eben, also zum einen ist ausgelagert an Handling Agents, die einen ganz anderen Innovationsdruck haben, ja, oder da ganz anders nur reagieren können. Aber du bist immer gefangen in diesem, stell dir vor, du würdest ein Flugzeug bauen, was sich, ich sage jetzt irgendwas mit, irgendwann in der Bierlaune hatten wir mal die Idee, warum mache ich denn eigentlich die ganze Abfertigung nicht am Bahnhof in der Innenstadt? Mhm. Oder trenn da mal Gepäck und Passagier, mach auf der Fahrt zum Flughafen im Zug die Sicherheitskontrollen, scan das Gepäck. Ja. Und warum gehe ich da nicht noch einen Schritt weiter? Und es gibt aus Genf, gab es mal irgendeine Bude, die hatten das tatsächlich mal ein Konzept dazu oder eine Vision dazu entwickelt. Schieb diesen ganzen Waggon mit den abgefertigten Passagieren, dem Gepäck, nachher wie eine Hülse in das Flugzeug. Ja. Und geh dann mit dem, also das Flugzeug im Prinzip ist eigentlich nur noch 2 Motoren und ein Container. Ja. Ja. Und das wäre ja irgendwie so das Nonplusultra an Effizienz auf eine Art. Ja. Aber das Problem ist, jetzt lande ich damit in, und sei es nur Hannover. Ja, wenn die nicht die gleiche Infrastruktur haben, um die blöde Hülse wieder aus dem Flugzeug rauszunehmen, habe ich verloren. Ja. Also das heißt, da werde ich Opfer dessen, wie vernetzt diese ganze Industrie ist und wie optimiert das ganze Handling-Business ist. Ja. Ich muss also, wenn ich irgendwas Neues erfinden will, schauen, mache ich das an meinem Hub, aber wie bringe ich dann die Empfangsstation dazu, genau, das also gleiche die Infrastruktur zu können, ja, an anderen Flughäfen im Endeffekt aus. Genau. Ein bisschen wie jetzt den großen neuen Airbus Hub, okay, mhm, wo kann der eigentlich landen? Richtig, ja, also gut, umgekehrt, selbst der große neue Airbus, ja, der ist einfach groß, aber der hat die Frachttüren immer noch an der gleichen Stelle. Ja. Ja. Der hat die Passagiertür noch genau an der gleichen Stelle. Grund. Der hat die, genau, der hat die Wasseranschlüsse an der gleichen Stelle, genau aus dem Grund. Ja. Und das ist auch das, alle sagen immer, hey, die Airline ist doch so eine schnelllebige Industrie, warum habt ihr es nicht schon längst fertiggebracht, mir zu sagen, wo genau mein Koffer ist? Ja, hatten wir so ein schönes Thema mit einem Tech-Blogger vor ein paar Jahren, der meinte, es kann doch nicht sein, wir leben im Jahr 2017 oder 16 oder was auch immer es war, ja, und ihr könnt mir nicht sagen, wo mein Koffer ist. Was ist denn hier los? Ich kann euch eine Cloud-Lösung anbieten. Und das war dann so dieses, ja, danke. Vielen Dank für den Tipp. Du kannst uns eine Cloud-Lösung anbieten. Aber die Cloud-Lösung, bis die alle unsere existierenden Prozesse abbilden kann. Und ich kann nicht mit 80% arbeiten. Ich brauche leider 100%. Ist deine Cloud-Lösung wieder auf dem Papier und nennt sich Bingo-Sheet. Also das ist in dieser ganzen, eben, ich muss auch nach Lagos fliegen.
Ich muss auch einen Contingency-Fall haben, wo das System ausfällt. Dann muss das Gepäck trotzdem auf den Flieger. Ja? Und auf einmal geistert der Zeug rum. Ja? Und das ist so, in dem Moment, wo das, also eine Innovation, egal welcher Art in dieser Airline-Industrie, ist immer ganz scharf danach gesucht, ganz scharf dafür gewünscht. Aber der Fallback-Prozess muss immer mit bedacht sein. Ja? Und das hindert leider bis zu einem gewissen Grad oder verhindert oder verlangsamt den Innovationsfluss, ja, auch auf eine gewisse Art. Drum ist es auch, die Digitalisierung ist beim Passagier viel schneller angekommen, weil den habe ich irgendwann zu 97%, glaube ich, angeblich inzwischen mit Smartphones ausgestattet. Ja. Aber ich kann den Prozess an meinem Hub vielleicht noch kontrollieren und sagen, hier habe ich Handling Agents, die alle ein Handy in der Hand haben. Ja. Die müssen nur noch Genf fliegen, da fehlt das schon. Ja. Also ich habe einfach nie die gesamte Prozesskette unter Kontrolle und das heißt, ich weiß auch nicht, was hier reinkommt. Das heißt, der Prozess, den ich hier ändere und digitalisiere oder automatisiere, der muss auch stabil genug sein, dass er den nicht gleichermaßen entwickelten Prozess weiterverarbeiten kann, wenn ich das inbound, also wenn das, der Passagier, das Gepäck zu mir hier an den Hub kommt, ja. Speziell als Netzwerk-Carrier, wenn ich über Transferverkehr rede, ja, das ist dann noch ein Unterschied zu, sage ich mal, einer Ryanair oder einer EasyJet. Ja, die fliegen einfach nur London Stansted nach Barcelona, ja, nicht mal da irgendwie ins Kaff 100 Kilometer außerhalb. Ja, aber dann ist fertig und dann fliegen sie wieder zurück. Ja. Transfer, Ryanair entdeckt das gerade, ja, aber das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ja. Letzte Frage, Achim. Blicken wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft, in 10 Jahren. Was wird sich für einen Flugpassagier ziemlich sicher geändert haben in 10 Jahren? So viel. Also ich, gut, ich versuche mal eine Disruption zu erahnen. Ich glaube, die nächsten 10 Jahre, also einfach mal so die ganz groben Rahmenbedingungen. Ja. Die Flugzeuge werden immer noch mit Kerosin fliegen. Ja. Ja. Die Flugzeuge werden immer noch Cargo transportieren, die werden immer noch Sitzplätze haben. Wie diese Sitzplätze verkauft werden, wie dein Gepäcktransport verkauft wird, da wird sich was ändern. Ja. Das glaube ich ziemlich fest. Da sind wir einem sehr großen Druck ausgesetzt, uns da neu zu erfinden oder darauf zu reagieren, wie die ganze Reiseindustrie funktioniert. Aber für das Erlebnis am Flughafen, man wird noch gezielter, zeitgesteuerte Informationen erhalten. Also ich glaube, wir werden es fertig bringen, die Ersten fangen das jetzt schon an, einen Slot zu geben, wann du für deinen Abflug am besten hier bist. Also wir werden versuchen zu prognostizieren, auf Verkehrslage und so weiter. Ja, Verkehrslage zum einen, aber auch die SBB macht das ja zum Teil heute schon, dass sie dir in der App anzeigen, wie ausgelastet welcher Flugzeug ist, um einen gewissen Anreiz zu setzen, dass du einen anderen Zug nimmst. Ja. Und an sowas denken wir auch. Ja. Also dass wir zum Beispiel sagen, hey, wenn du um 11.10 Uhr abfliegst, ja, dann musst du um Himmels Willen bitte nicht um 10.10 Uhr schon dastehen, wenn um 10.10 Uhr alle anderen dastehen, die um 12 Uhr auf die Langstrecke gehen. Ja. Dann sollte ich es doch fertig bringen, dir eine personalisierte Nachricht zu geben. Hör mal, du kriegst auf unsere Kosten einen Kaffee, wenn du erst um 10.50 Uhr kommst. Ja. Und wir garantieren dir trotzdem, dass du rechtzeitig auf dem Flugzeug bist. Mhm. Das mag jetzt zeitlich und minütlich nicht die Realität abbilden, ja, aber ich denke, in die Richtung wird es gehen, über mehr Personalisierung auch unseren Produktionsprozess zu optimieren, der für dich Vorteile bringt, weil du nicht immer 3 Stunden vorher da sein musst nach Amerika. Ja. Bringt auch für uns Vorteile, weil wir das ein bisschen verflechten können. Wenn wir denn die kritische Masse an Leuten erreichen und die auch nach unseren Vorschlägen arbeitet. Ja. Das ist dann einfach auch immer die Problematik. Es gibt einen Haufen Ideen für Leute mit Smartphones und ladet euch doch Apps runter. Ja. Und so, wenn ich anschaue, wie viele Leute wirklich eine Airline-App haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr habt keinen Exklusivvertrag mit Swiss, nehme ich mal an. Ja? Ihr fliegt auch KLM und British und überhaupt was. Ja? Wie viele Airline-Apps hast du auf deinem Handy? Auf wie viele willst du hören? Das ist eine Utopie. Also es ist ein schöner Traum, ja? Aber es ist eine Utopie zu glauben, dass das funktioniert. Und Google hat auch keine Lust drauf, ja? Weil die sagen auch, viel zu komplex eure Prozesse, viel zu unterschiedlich eure Prozesse. Ja? Also ich hoffe drauf, dass sich die Prozesse noch ein bisschen, sagen wir mal, harmonisieren. Ja, das und sei es auf krude Art, nimm das ESTA Richtung USA. Ja. Wenn du heute in die USA fliegst, brauchst du ESTA. Wenn du ESTA hast und zum zweiten Mal in die USA kommst, kannst du einen von diesen Einreiseautomaten nutzen. Die EU ist jetzt gerade dran, an ETIAS zu arbeiten. Ja. ETIAS wäre das Gleiche. Bevor du nach Europa kommst, musst du sagen, dass du kommst. Dann wissen wir auch schon grob, wer da kommt. Dann können wir hier auch drüber nachdenken, den
Grenzkontrollprozess auf zwei Schritte aufzuteilen. Ja, du musst diese komischen Fragen beantworten. Ja, nein, ich bringe keine 10.000 Franken oder mehr mit. Und ja, ich, was auch immer. Ja, also die Fragen, die zum Teil schon in der Bibel gestanden sind, die muss man halt in Gottes Namen noch irgendwie beantworten. Aber dann kann ich den Prozess wenigstens aufteilen. Ich kann das machen, was ich auch im Check-in gemacht habe. Ja. Und insofern ist es eine Zusatzhürde, die die EU aufbaut, anstatt dass Amerika eine abbaut. Aber wenigstens sind die Prozesse wieder harmonisch. Und ich kann wieder anfangen, eine übergeordnete Harmonisierung auszunutzen, ja, und das zu optimieren. Wir werden sicherlich auch, also mal abgesehen von dieser Personalisierung, ja, wird Real-Time Location Tracking, ja, eine Rolle spielen. Wenn ich weiß, wo du am Flughafen bist, kann ich ganz anders meine Kontrollen planen zum Beispiel. Ja. Ist aber extrem heikel, was Datenschutz angeht. Ja. Also da müssen dann auch Lösungen gefunden werden, wie ich das neutral machen kann. Und jetzt kommen dann die Ersten und sagen, hier, ich habe Bluetooth und hier, ich habe WLAN-Location-Tracking. Ja. Haben wir alles gesehen in der Vergangenheit, bringt uns nicht die kritische Masse. Ja. Also so da jeweils die kritische Masse herzubringen und zu sagen, okay, jetzt sehe ich da was ich entwickeln kann, nicht nur lokal, um es an einer Sicherheitskontrolle zu haben, sondern auch drüber raus, ist sicherlich was. Wir werden auch, bin ich überzeugt davon, mehr digitale Identität sehen. Also wir werden, der IATA forciert das sehr, aber es ist allen klar, dass es nicht in 10 Jahren noch nicht da ist. Aber wir werden sicherlich bis in 10 Jahren mehr Projekte sehen, wo ich mit meinem Gesicht als Bordkarte durch den Flughafen laufen kann. Ja. Also wo ich sage, hier, das ist mein Gesicht, ja, das ist meine Biometrie. Speichert das doch bitte auf meinem Gerät oder wie auch immer. Ja, aber also auch da sehr großer Fokus auf Datenschutz. Ja, aber dass ich in Zukunft einfach auf eine Kamera zugehe und nicht mehr meine Bordkarte zücken muss, irgendwo auflegen muss, dass sich eine Tür öffnet. Ja, das ist sicherlich auch was kommt. Im Moment habe ich dadurch weder die kritische Masse noch keinen operationellen Vorteil. Es ist nicht so, dass ich das pushen wollte, weil ich sehe, ey, dann geht das alles viel schneller. Ja, weil ich ja dafür auch wieder einen notwendigen Zwischenschritt brauche. Das muss ja, die Leute müssen sich registriert haben. Ja. Ich muss zusätzliche Infrastruktur dafür bereitstellen. Und dann brauche ich noch genügend Leute, die das auch nutzen, ja, damit ich ein Fallback habe. Ja. Okay. Also drum, Fallback-Prozesse in kritische Masse sind das, was uns in der Innovation zum Teil ein bisschen bremst. Aber ich glaube, bis in 10 Jahren sind wir da auch einen Schritt weiter. Lieber Achim, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden können. Uns wären die Themen nicht ausgegangen. Ich wünsche dir alles Gute, beruflich und natürlich auch privat und vielleicht mal wieder bei einem Podcast-Interview. Danke dir. Ich sage auch ganz herzlichen Dank und bis bald. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast diese Folge des Deloitte Future Talk genauso genossen wie ich. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie doch bitte weiter an deine Freunde oder Geschäftskollegen. Und was ganz wichtig ist, bitte abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Du kannst dies auf iTunes, Spotify, SoundCloud oder auch auf YouTube tun. Details und Links dazu findest du in den Shownotes. Das sind die schriftlichen Informationen bei jeder Episode, beispielsweise auf iTunes oder Spotify. Dort gibt es übrigens auch ganz tolle zusätzliche Informationen rund um das heutige Thema. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, nimm dir doch bitte auch eine Minute deiner Zeit und bewerte ihn. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.